Große Fresse. Wer ist das? Der Quatsch hier? Das ist der Dach, der Krieg hier. Anführen. Wir sind in Friedenszeit. Thank you.
Also in den wenigen Minuten, die wir in Chemnitz auf der Straße sind, sind das so ganz viele Krankenwagen. Aber geht mal bitte weg, da muss ich schnell wieder ins Wort. Ich bin auch noch mit dabei. Die 3 Minuten haben wir. Ich hab's da auch noch unter den Fanfare. Ja, ich hatte mal. Okay. Berlin, war eine gute Erfahrung. Wie viele von uns, da kann ich schon auf Berlin. Corona-Opfer! Man könnte ja direkt das geplant, oder? Also, wenn ihr keine Verschwörungstheorien habt, aber es ist, naja, gut. Sei es runter, probiert es jetzt noch mal. Berlin war geil! So, also wir haben sehr gute Eindrücke gefangen. Es gibt auch Energie für die Leute, die dort gewesen sind. Es waren laut Zeit aber 50 Minuten, wo die Leute dann auf den Endkundgebungsplatz gelaufen sind. Die Straße breiter definitiv wie die hier. Und ich denke, das kann sich jeder dann selber zusammenreiben, ob das 5.000, 15.000 oder 50.000 waren. Naja, bei der Presse hatten wir ja nicht viel gelesen. Aber wir wissen ja, wie das mittlerweile funktioniert. Wir sind da, wir geben die Informationen raus. Die ganzen wirklich freien Medien mit ihren YouTube-Kanälen und so weiter und so fort bringen die Wahrheit. Ob das dann auch KlarTV ist oder wie sie alle heißen, sie bringen die Wahrheit. Solche Leute wie hier, die zwei zum Beispiel, es ist immer wieder die Wahrheit, die dort gezeigt wird, denn sie ist ungeschnitten. Und das ist das, was zählt. Dann kann jeder sich seine Meinung darüber bilden, was wirklich dort gelaufen ist. Man muss sich halt dann die Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Aber wie gesagt, nur auf irgendwelche Sekunden runter reduzieren und sich darüber dann eine Meinung bilden, ist der falsche Ansatz. Aber ich denke, das haben wir alle mittlerweile gelernt, gerade hier in Chemnitz, in Bezug auf Hetzjagd und so. Wir wissen, wie die das machen und wir fallen auf diese Schatten nicht mehr ein. Ja? So. Kommen wir jetzt mal zum Wochenendausflug. Wie gesagt, am 10.8. ist unser Sommerfest. Ab 16 Uhr, Hartweg 100. Und ja, die Gaststätte Spaten. Dort seid ihr gerne alle eingeladen zu einer natürlich unpolitischen Veranstaltung unsererseits, sodass wir uns einfach dort wieder treffen als Menschen, wie wir hier schon unterwegs sind, und schön unterhalten können. Auf dem Oster, auf dem Bier, auf dem Stück Kuchen, auf dem Kaffee und so weiter und so fort. Es ist definitiv für alles gesorgt. Wir haben Live-Musik, wir haben einen DJ organisiert, da das andere nicht wirklich geklappt hat. Dazu sagen wir dann am 12.8. mehr, denn dort wird Björn Bonade dann definitiv hier sein in Chemnitz. Am 10. leider nicht. Infos, wie gesagt, dann am 12. Wir wollen erstmal schön unser Sommerfest machen, damit wir das genießen können. Und ich denke, wir gemeinsam werden es genießen. Kommt reichlich vorbei, bringt eure bekannten Verwandten mit, die da Lust dazu haben. Platz ist genügend und wenn nicht, nach draußen ist immer noch ein Stück. Ja, also, ist eine große Fläche. Von daher, wir hoffen, es wird passt. Ist halt auch eine Außenveranstaltung. Wenn es ein bisschen regnet, bringt einen Schirm mit. Kommt trotzdem vorbei, wir sind auf jeden Fall da. Am 11. jetzt, kurzfristig, am 11.8. steht hier auf dem Matra, ab 15 Uhr am Roten Turm, ist
die ZAVV vertreten das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit. Viele von euch haben schon mal Flyer gesehen, die haben damals mit verteilt, wo diese Menschen für die Rechte für uns eintreten, für uns als Menschen und gegen das, was alles gelaufen ist. Die Demokratietour 2024 mit Ralf Ludwig, als Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Gemeinsam Demokratie erleben ist das Motto. Ab dem 4. August 2024 startet das ZAVV mit einer historischen Reise durch Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Demokratie erleben Tour. Diese Tour ist eine Initiative von Ralf Ludwig, Mitgründer und Initiator des ZAVV. Ziel ist es, das Konzept der bevölkerungskontrollierten Demokratie in diesen Bundesländern voranzubringen. Unterstützt durch Volksinitiativen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen soll eine bürgerkontrollierte Demokratie etabliert werden, also eine Demokratie, in der die endgültige Entscheidungskompetenz über alle Regeln immer bei der Bevölkerung liegt. Ralf Ludwig wird persönlich mit dem ZAVV-Mobil, das ein Fördermitglied kostenlos zur Verfügung stellte, touren und die Menschen vor Ort motivieren, die politische Macht in die Hände der Menschen zurückzuholen. Seid dabei am 11.8. am Rotturm mit dem ZAVV und CSA. 15 Uhr beginnt die Veranstaltung. Wir sind vor Ort. Und dann kommt der Tourbus mit vorbei und dann könnt ihr euch dann alle Informationen holen, die dort zur Verfügung stehen. Es ist definitiv sinnvoll, vorbeizukommen. Es sind Informationen, die wir jetzt nicht so gerne mit rausgeben können, weil es einfach zu viel ist. Und diese Leute haben sich damit beschäftigt und beschäftigen sich immer wieder damit und sind dann für euch, für eure Fragen und Interessen natürlich da. Gut, das dazu. Kommt bitte vorbei. Bitte hier zur ZAVV Kundgebung oder Information sozusagen. Und am 12.8. wie gesagt, kommt dann Björn von Arne nach Chemnitz. Wir sind dann wieder ab 17 Uhr vor Ort. Ab 17.30 Uhr schon ist ungefähr Musikauftakt. Wir haben wieder den Gastronom zu Mittagessen, sodass es wieder natürlich was zu essen, zu trinken gibt. Kommt gerne eher vorbei. Björn Banane ist dann ab 17.30 Uhr eingeplant. Und ich hoffe, wir sind wieder viele zahlreich da. Nächsten Montag ab 17 Uhr kommt gerne etwas eher wie wir. Und dann können wir wieder gemeinsam noch ein bisschen reden, vorneweg ins Gespräch kommen. Genauso wie eben ab 10. Gut. Ja, die vorne ist nicht stark. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Gut, auf geht's.